Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach ein Update auf Ihre Upcam spielen können. Dabei gehen wir in vier Etappen vor. Als allererstes werde ich Ihnen ein paar Hinweise geben, was Sie beim Update beachten müssen. Im zweiten Schritt werden wir ein Backup erstellen, damit die Einstellungen gespeichert werden. Anschließend werden wir das Update einspielen, um dann zu guter Letzt das Backup einzuspielen. Bei einem Firmware-Update ist es wichtig zu beachten, dass die WLAN-Einstellungen wieder neu eingespielt werden müssen oder die Kamera via WPS in das Netzwerk eingebunden werden muss. Wenn Sie die Kamera jedoch über LAN betreiben, müssen Sie sich darum überhaupt gar keine Sorgen machen. Zunächst besuchen wir die Seite update.upcam.de, um uns eine Übersicht der Updates zu verschaffen. Hier gibt es zwei Arten von Updates. Zum einen das Web-UI-Update, welches die Web-Oberfläche der Kamera betrifft, und zum anderen ein Firmware-Update mit Web-UI-Update. Zweiteres aktualisiert die Software der Kamera und gleichzeitig die Web-UI. Für dieses Video verwenden wir eine Upcam Cyclone HD Echo. Rufen Sie zunächst Ihre Kamera über das Upcam-Suchtool auf. Navigieren Sie zu den Einstellungen und im Unterpunkt System und Gerätestatus sehen Sie, welche Softwareversion gerade auf Ihrer Upcam aufgespielt ist. In unserem Fall ist diese veraltet und benötigt ein Update. Nun erstellen wir uns ein Backup. Dazu gehen Sie in der Einstellung Ihrer Kamera unter andere in den Systemkonfiguration und klicken auf Backup. Je nach Browser werden Sie gefragt, ob die Datei heruntergeladen werden soll. Nach längeren Zeitsprüngen empfehlen wir jedoch, kein Backup einzuspielen, sondern die Einstellungen manuell nachzutragen. Wenn das Backup gespeichert worden ist, können wir nun das Update einspielen. Dazu gehen wir wieder in die Einstellungen, unter anderem Systemkonfiguration, durchsuchen den Computer nach dem Update, klicken auf Öffnen und klicken dann auf OK. Die Upcam spielt nun das Update ein und startet danach automatisch neu. Dieser Vorgang dauert 160 Sekunden. Da nach einem Update alle Einstellungen zurückgesetzt werden, müsste, wie am Anfang erwähnt, die Kamera neu in das Netzwerk kommen. Um die WPS-Funktion über Ihre Fritzbox auszulösen, navigieren Sie zum Reiter WLAN und den Unterpunkt Sicherheit. Oben als zweiten Reiter neben Verschlüsselung finden Sie dann WPS Schnellverbindung. Wenn Sie Ihre SSID versteckt haben, müssen Sie diese für kurze Zeit sichtbar machen, um die WPS-Funktion zu aktivieren. Im nächsten Menüpunkt wählen Sie Push-Button-Methode aus und klicken Sie auf WPS starten. Danach gehen Sie zu Ihrer Upcam und halten den Reset-Button für 1 bis 3 Sekunden. Hierbei ist es zu beachten, dass Sie die Taste nicht länger als 5 Sekunden drücken, da sonst ein Werksreset ausgelöst wird. Den Reset-Button finden Sie bei allen Tornado, bei allen Hurricane und bei allen Vortex-Modellen am Kabelbaum. Und bei der Cyclone-Reihe befindet sich dieser Button auf der Rückseite der Kamera. Wenn der WPS-Vorgang beendet worden ist, werden Sie benachrichtigt, ob der Vorgang erfolgreich war oder nicht. Nach dem Update wurden die Anmeldedaten zurückgesetzt und die Benutzernamen und Passwort ist wieder auf Admin. Unter den Einstellungen bei System und Gerätestatus sehen wir nun, dass das Update erfolgreich eingespielt worden ist und die Software-Version und die Web-UI-Version aktualisiert worden sind.
Jedoch sind alle Alarmeinstellungen wieder zurückgesetzt und das Backup müsste eingespielt werden. Um das Backup einzuspielen, gehen Sie unter den Einstellungen bei Andere, beim Punkt Systemkonfiguration und suchen den PC nach der Backup-Datei. Mit einem Klick auf OK wird das Backup wieder eingespielt. Dieser Vorgang dauert wieder 160 Sekunden. Nach dem Backup sehen wir, dass die Alarm bei Bewegungseinstellungen wiederhergestellt worden sind, sowie der Zeitplan und alle anderen Alarmaktionen. Weitere Informationen zur Einrichtung der Kamera finden Sie auf unserem YouTube-Channel. Und um weitere Videos nicht zu verpassen, klicken Sie einfach auf Abonnieren.